Beim Export von Power BI-Daten zu Excel erhalte ich ein falsches Datumsformat. Das möchte ich natürlich nicht. Ich zeige dir in diesem Video, wie ich das anpassen kann. Schauen wir uns das Szenario erst einmal an. Ich sehe doch hier, das ist das deutsche Datumsformat 20. Februar 2022 und kann jetzt hier aus dieser Tabelle Daten exportieren. Ist mir nicht verboten worden. Ja, ich klicke Daten exportieren und erhalte jetzt, wenn ich klicke Daten mit aktuellem Layout, erhalte jetzt eine Excel-Datei, eine CSV. Ich sehe sie hier. Ich habe es heute knapp schon 50 Mal geklickt, diesen Schalter. Ja, also ich sehe sie hier. Data 2. XLSX und ja, gucken wir uns das Ergebnis mal an. Die öffnet sich jeden Moment, ist die Datei noch nicht. Und ich sehe das Format dieser Datei mit dem ungewünschten Datumsformat. Ich vergrößere mal erst den Monat, dann den Tag, dann das Jahr. So, einmal noch mal einen Zoom rein, kleinen Blick drauf. Also das ist das amerikanische Format hier, erst Monat, dann Tag, dann Jahr. So möchte ich das nicht. Also geschlossen. Das war eigentlich alles ganz harmlos. Ich habe eine Datei, eine Kalendertabelle hochgeladen. Ich habe hochgeladen diese Excel-Tabelle. Die fließen in mein Power BI Desktop als Datenquelle ein. Das heißt, ich habe hier zwei Tabellen gezogen in Power BI Desktop. Einmal den Kalender. Und dieses Feld hier nutze ich auch für die Darstellung meiner Kalenderdaten. Und ja, in meinem Visual habe ich einmal das Kalenderfeld genommen und reingezogen, habe sofort gesehen, im Format erst den Tag ausgeschrieben und dann das Datum so, wie wir es kennen. Und ja, das ist der Fehler. Ich habe das Format unterschätzt, was hier gilt. Wenn ich das Datum mal anklicke aus der Kalendertabelle hier auf der rechten Seite, ich sehe doch das Format hier oben, erst den Tag, dann den Monat, dann das Jahr. Und dahinter steht Short Date. Und das ist der Fehler an der Stelle. Short Date greift auf das Standarddatum zu und beim Export wird dann das Datum im Serverdatumsformat zurückgegeben und nicht in meinem, wie ich es voreingestellt hatte. Ich dachte, ich habe es richtig eingestellt mit dem ersten. Ich nehme einfach die Variante, die ein bisschen tiefer liegt. Ja, ich hätte hier oben auch das Datumsformat eintippen können mit dd.mm. und viermal das Y. Ich sehe ja das Format hier. So, von der Optik her sieht es genau gleich aus. Das jetzt einmal gespeichert. Ja, also ich muss den Bericht einmal speichern. Ich muss ihn erneut hochladen. Ich muss ihn erneut veröffentlichen. Einmal auf Start geklickt. Erneut veröffentlichen und einmal nochmal in meinen Arbeitsbereich gelegt. Da fragt er jetzt, der Bericht ist ja schon da, darf er den überschreiben? Jawohl, ersetzt den mal. So, jetzt wird er ersetzt und am Zielort bin ich manchmal ein bisschen zu schnell gewesen. Der ist nicht sofort in dem neuen Format. Ich habe mich dann mal abgemeldet oder habe mal einen anderen Bericht aufgemacht, den dann wieder aufgemacht. Und dann hat das funktioniert mit dem Datumsformat. Ja, gucken wir nochmal. Ich gehe jetzt nochmal in die Online-Sicht. Einmal rüber gewechselt. So, würde ich das jetzt wieder ziehen, hätte ich wieder das falsche Format. Na, kann ich schon von ausgehen. Ich probiere es einmal mit Aktualisieren oben rechts. Einmal mit Aktualisieren. Gucken, ob das schon gewirkt hat. Ja, einmal auf die drei Punkte geklickt. Einmal auf Daten exportieren. Ja, wieder Daten mit aktuellem Layout gezogen. Ich habe alle möglichen Daten einmal durchprobiert, das Jahr, den Monat, den Tag, ganz viele Szenarien. Aber oft war es der Punkt, wenn ich das zu flott hintereinander mache, das ist noch nicht das Ergebnis, wenn ich das zu flott hintereinander mache, dann hat es noch nicht funktioniert. Da ist es schon. Hat geklappt. Ja, also ich könnte das Format nochmal umstellen. Ich habe die Variante genommen, das Jahr zweistellig, hat auch geklappt. Ja, das ist etwas, da bin ich vorher noch nicht drauf gestoßen, weil ich die Daten nie selber, meine eigenen Daten nicht selber nochmal anklicke und runterlade. Aber das mag der geneigte Anwender natürlich gerne tun. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Feedback zum Thema Power BI und ob euch dieser Tipp hier weitergebracht hat. Bleibt gesund, ja, und bis zum nächsten Video.